Wiederhol die Formel, die man für den Massenspektrometer braucht. Und am Anfang, ich habe jetzt hier irgendwelche positiven Teilchen, die müssen am Anfang beschleunigt werden. Das heißt, ich habe hier irgendeine UB-Beschleunigungsspannung und hier habe ich den Energieansatz. Energie, da schreibe ich Q mal U gleich 1/2 mv Quadrat. Also da ist der Teil ist die klassische kinetische Energie und Q mal U ist die Energie im elektrischen Feld. Und mit dem meistens muss man nach V auflösen. Und die Masse und die Ladung ist gegeben. Ja, genau, das, was manchmal so ein bisschen ein Problem ist, wenn da steht einfach ionisiert, dann ist Q gleich E gleich 1,6 mal 10 hoch minus 19 Coulomb. Das ist die Elementarladung. Zweifach ionisiert, zweimal das Ganze. Und wenn das Elektronen oder Protonen sind, dann kann man die Masse von Elektronen oder Masse von Protonen in der Formelsammlung nachschauen. Das schwieriger kann man es hier nicht machen. Dann habe ich jetzt an der Stelle den sogenannten Wien'schen Geschwindigkeitsfilter. In der Schule ist es so, dass das, also da gibt es jetzt ein E-Feld, das habe ich jetzt hier blau gemacht und da ja, ein bisschen weg, damit wir ein paar Platz haben. Also das E-Feld ist bei mir blau und das Magnetfeld ist bei mir rot. Und das Magnetfeld macht eine Lorentzkraft, F Lorentz gleich QVB. Und das E-Feld, da habe ich die Kraft, da gibt es E ist F durch Q. Das heißt, dieses E ist jetzt die Stärke des elektrischen Feldes und nicht Energie, was jetzt ein bisschen gemein ist. Und damit F gleich E mal Q und es gibt die Formel E gleich U durch D. Also ich habe an der Stelle einen Abstand zwischen den Kondensatorplatten und das ist mein D, ne? Also beim Kondensator. Und ich habe an der Stelle eine Spannung zwischen den Kondensatorplatten. Und das ist dieses U. Ja, und so bekomme ich das elektrische Feld im Kondensator. Also dieses U nicht zu verwechseln mit der Beschleunigung. Machen wir hier ein B für Beschleunigung. So, genau. Und wenn ich das dann alles zusammenbaue, bisschen wenig Platz, ein bisschen so. Wenn ich das zusammenbaue, dann habe ich eben QVB gleich E mal Q und nach meistens nach, also Q kürzt sich, V ist E durch B. Und sehr häufig muss man eben diese Formel dann noch einsetzen, um das E-Feld zu berechnen, B in Tesla, E in Volt pro Meter und oft ist die Geschwindigkeit gegeben, ja, eins davon gesucht. Ja, und hier ist eben. Also während ich an dem Teil Energie gleich Energie habe, habe ich hier Kraft gleich Kraft. Das darf man nicht verwechseln. Nicht Kraft gleich Energie ist falsch, sondern immer, wenn man Kräfte gleichsetzt, dann kann nicht viel passieren. So. Und da hinten habe ich wieder, also da wo die Kurve ist, habe ich wieder Kraft gleich Kraft. Und zwar habe ich jetzt diese Lorentzkraft, die kenne ich schon. Also bei B habe ich ja F gleich QVB und dann die Zentrifugalkraft. Ja, FZ gleich mv Quadrat durch r gleichsetzen. QVB gleich mv Quadrat durch r. Ja, und jetzt ist meistens die Masse gesucht, deswegen macht man das ja alles. Also nach der Masse auflösen, V auf eine Seite. Genau. Typisch für diese Art von Aufgaben ist, dass das elektrische Feld sich hier auf dieses Rechteck beschränkt. Das ist völlig unrealistisch, weil das kann man nicht so abschirmen, aber für die Aufgaben wird das immer genähert. Und ja, manchmal gibt es noch eine Frage, ob die Gravitation da eine Rolle spielt. Die Gravitationskraft Fg ist m mal g, aber weil die Massen von Protonen und Elektronen so klein sind, fällt es weg. Und viel mehr wüsste ich nicht. Nee, mir fällt nichts mehr ein.